Hallo, hier ist Orakel Amu für die nächste kommende Woche, ja? Und legen wir los, hä? Stapel 1, 2 oder 3. Stapel 1, 2 oder 3 wählen. Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Ja, kann eigene Kinder repräsentieren, kann Kinder von anderen gegenüber repräsentieren, die du in eine Bindung bis Partnerschaft oder Patchwork-Familie, wo viel heutzutage gibt. Ja? Oder dein eigenes Kind, ein Kampf mit deinem eigenes Kind. Ja? Und Kind steht auch für Neuanfang. Ja? Aber mit dieser Karte sei ganz klar, dass Kinder zu tun haben mit deinem Liebesleben, Einfluss haben. Ja? Kannst du Stapel 1, 2 oder 3 wählen. Ja? Stapel 1, 2 oder 3. Was ist in der Liebe für uns? Die Engel grüßen uns in Sache Liebe. Schön. Gute Energie. Thema Liebe, Verpflichtungen. Ja? Du oder dein Gegenüber ist verpflichtet in dieser Bindung oder hat Verpflichtungen. Kinder, Haus, Familien. Ja? Verpflichtungen ist auch ein Thema in der Liebe. Ja? Für Leute, die eine Bindung, feste Beziehung sind. Dann kommt noch die Engel. Ja? Machen. Schlage eine neue Richtung ein in der Liebe. Schlage eine neue Richtung ein. Ja? Wähle einen anderen Weg. Auch eine Botschaft. In der Liebe, riskante Versuchung, der Schleim. Entschuldigung, der Schein drückt. So. Meine Lieben, fangen wir an. Stapel 1. Beschleunigung. Etwas beschleunigen. Es wird gelingen. Sicherheit, Erfolg. Bleibe aufgeschlossen. Stapel 1. Bleibe aufgeschlossen.
dein Herzensmann, ja, dein Mann, dein Mann, der im Herz ist, der Mensch, den du vielleicht begegnen wirst, weil es heißt ja, bleibe aufgeschlossen, ja. Vielleicht hast du schon jemand getroffen, ja. Du musst nicht gerade mit diesem Menschen eine Bindung sein, aber vielleicht hast du einen Menschen in Auge gefasst, ja? Schon vor kurzem kennengelernt, ja. Dann kann sein, dass diese Karte, auch wenn nicht gerade dein Typ ist, dir sagen wollen die Engel da oben, bleibe trotz allem aufgeschlossen, ja. Dein Mann, dein Herzensmann, Entschuldigung, fast verschluckt, okay, dein Seelengefährte steht da, ja, dein Mann, dein Seelengefährte. Seelengefährte sind auch viele Menschen von früheren Leben, ja, die wieder in dein Leben kommt, ja, vielleicht ist diese jemand schon, hast du schon diese jemand kennengelernt, oder dieser jemand kommt noch, ja, kommt noch in dein Leben, ja, bleib aufgeschlossen. Dein Seelengefährt unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen, und es kommt schnell auf dich zu, ja, Beschleunigung, hä? Beschleunigung, diese Seelengefährt, dieser Typ, ja, auch wenn nicht gerade dein Typ ist, hä, das wird beschleunigt, ja, das kommt schnellste Weg auf dich zu, ja, mache dich bereit, ja, und bleibe aufgeschlossen, das wird dir gelingen, ja, Karte, ja, bleib aufgeschlossen, es wird dir gelingen, ja, okay. Stapel 1, Stapel 2, Freundschaft, Berg, das sind Hindernisse, Blockaden. Aha, bringe deine Liebe zum Ausdruck, ja, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig, ja, gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu, sagt diese Karte, und hier blockiere dich nicht, ja, mach keinen Umweg, ja, es gibt Leute, die keinen Mut haben, ja, habe schon jemand ins Auge gefasst, ja, oder ist eine eng gut Freundschaft und hat Angst, dass dieser jemand, wenn du dieser jemand deine Liebe offenbarst, ja, oder kann auch dein Gegenüber repräsentieren, ja, dass du aufgeschlossen bleibst in deinem Sinn, sei mutig, geh auf deinen Wunschpartner zu, ja, nur so kennst du nachher die Antwort, wenn es positiv oder negativ ist, ja, sagen diese Karte, blockiere dich nicht, ja, sei mutig und geh. Also hier ist Freundschaftskarte, ja, vielleicht kennst du diesen Mensch schon ewig, schon über x Jahren ist diese enge Freundschaft und du spürst, du merkst, dass es kann mehr werden oder dass du mehr für diesen Mensch empfindest, ja, als nur Freundschaft. Und diese Karte möchte dir Mut machen, ja, geh einen Schritt, blockiere dich nicht, halte dich nicht zurück, ja. Das ist Stapel 2. Stapel 3. Eifersucht. Transformation. Lass dir von deinen Freunden helfen. Ja? Transformation, etwas wird beendet. Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Vielleicht hast du Probleme in einer Partnerschaft, ja, und wegen Eifersucht von deinem Gegenüber. Es gibt Menschen wirklich, die übertreiben, ja, mit Eifersucht. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Das hat mit Besitz zu tun, ja. Wenn alles, was zu viel ist, ist nicht gut, ja, alles, was übertrieben ist, ist nicht gut, vor allem, wenn es um Gefühle, um Liebe, um Bindung, Partnerschaft geht, ja, wenn Menschen das Gefühl haben, sie müssen in dich eindringen,
Ja, das ist nie gut, ja. Also hier habe ich das bekomme jetzt mit, dass du viel Unterstützung von deinen Freunden, von deinen Familienkreisen, Leute, die du vertraust, ja. Geh, sei nicht, halte dich nicht zurück, ja. Geh Hilfe holen, ja. Vielleicht bist du in einer Partnerschaft, die du schon im Gedanken hast, oder das kann auch dein Gegenüber repräsentieren, wie du für jemand anders schaust, ja. Und du hast schon alles versucht oder du kannst nicht mehr. Es geht nicht mehr, wenn jemand so eifersüchtig ist, ja. Ich meine, wenn du in einer Beziehung bist, das Vertrauen ist ein A und O, oder Leute? Ja, stimmt, oder? Und wenn jemand immer eifersüchtig ist, ja, die möchtest immer nur, er möchte oder sie möchte immer, dass du nur zu Hause bleibst, dass du ja einfach kein Vertrauen in dir oder Misstrauen, ja, in allen Dingen, das ist nicht gut für eine Beziehung, das ist Gift für eine Beziehung, ja, das ist so. Du machst vielleicht eine Zeit mit und nachher hast du auch die Schnauzen voll, ja, weil wir doch ehrlich sind. Das ist so, ja. Und hier steht ganz klar, lass dich helfen, egal von wem, lass dich helfen. Du hast Misstrauen oder Eifersucht in dir und du hast den Gedanken, es zu beenden, weil es so nicht mehr geht, ja. Wir schauen jetzt noch die zusätzliche Botschaft, ja. Und dann kann noch mehr Szenarien dazukommen, okay? Oder zu diesen Szenarien, die ich schon gesagt habe, ja? Kann mehr Zusätzliches dazukommen, ja? So, jetzt Stapel 1. Friedliche Lösung. Balance. Eine richtige gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja, das ist so. Etwas kommt auf dich zu. Ja, friedliche Lösung. Innerlich, ja, dein Gegenüber oder du, wenn du für jemanden schaust oder für dich selbst, willst du eine friedliche Lösung finden. Für dich, ja, wenn dieser Mann nicht dein Typ dich nicht anspricht, weil er nicht so aussieht, wie du dir wünschst, ja. Bleib aufgeschlossen, ja. Jemand kommt. Du willst in dir innerlich eine friedliche Lösung für das Ganze, ja. Und es wird schnell auf dich zukommen, dieser jemand. Schnell auf dich zukommen, ja. Und hier zeigt auch die Amorsbotschaft für diese. Wenn du in eine Beziehung gehst, trotz allem, ja, probiere es, ja, auch wenn nicht dein Typ ist, steht hier, Balance ist wichtig in einer Bindung, in dieser Bindung. Eine richtige gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich, ja. Vielleicht ist diese Herausforderung hier. Lausche in dich hinein, ja, okay. Stapel Nummer 1. Stapel Nummer 2. Was kommt noch dazu? Ja. Ja. Siehst du, ich mische die Karte vor euch. Die fallen, wie sie müssen fallen. Ja. Sei mutig. Blockiere dich nicht. Ja. Ändere die Richtung nicht. Ja. Schau nicht etwas anderes. Schau hier, in dieser Freundschaft kann eine Beziehung entstehen. Und die Karte wollen dir sagen, Stapel Nummer 2. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, Freundschaft zu tun. Du weißt ganz tief in dein Herz, wer das ist. Tu das, was für dich richtig ist. Sei mutig. Ja. Stapel Nummer 3. Nein. Nein. Auch. Nein. Geh von dieser, wenn diese Bindung dir nicht mehr gut tut, geh weg. Ja?
Geh weg, egal welche Bindung, lass dich helfen. Wenn du alles versucht hast in dieser Bindung, ja? Aber hier, schau mal, zweimal Nein-Karten. Sarg steht auch für Nein-Karte. Zwei Nein. Mehr brauche ich nicht sagen, ja? Zwei Nein-Karten. Nein. Und dann, wenn du hier entscheidest, das entscheidest du selbst, ich lese nur die Karten, wegen Eifersucht kann diese Bindung in Bruch gehen. Wegen Eifersucht und Misstrauen. Ja? Und dieser Mensch da, dieser Mensch hier, Entschuldigung, dieser da oder diese, möchte beenden, wenn der ein Mensch, schau mal, der denkt tausende Sachen, hier ist eine Lampe, was Gedanken ist von diesem Mensch da. Ah, mein Gott, er sitzt schon wieder mit einer, so misstrauisch und eifersüchtig. Und das macht diese Bindung kaputt. Und hier steht, nein, gehe weg und hole dir Hilfe von deinen Freunden, ja? Oder Familie. Und dann, wenn du das hinter dir hast, wenn du dich hier entscheidest, weil, ja, ich weiß nicht, wie du dich entscheidest. Ich lese nur die Karte. Entscheidung müssen ihr selbst da draußen. Aber dann, schau mal, überfülle. Kommt jemand Neues in dein Leben, eine neue Liebe? Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Der wartet nur, diese jemand von oben geschickt an euch. Wenn ihr da erkennt, dass diese Beziehung nicht mehr euch dient. Da kommt jemand, schau mal, steht vor der Tür. Man kann nicht etwas nicht beenden und etwas schon anfangen. Das geht nicht. Zuerst schließt man ab einen Punkt in der Geschichte und nachher kommt eine neue Geschichte. Man kann nicht tausenden Wegen gleichzeitig gehen. Das ist unmöglich. Das tut dir auch nicht gut. Ja? Man muss etwas beenden, damit man etwas Neues anfangen kann. Man kann nicht alles gleichzeitig. Unmöglich. Du machst die nur durcheinander. Vor allem, wenn Gefühle und Menschen mitmischen. Ja? Das ist so ein Chaos entsteht, ja. Menschen, die so laufen, 2, 3, 4 Geschichten, die spüren nur Chaos. Du musst in dir rein sein, für die Liebe, ja. Das, was man für sie nicht möchte, ja, verdient kein zweiter Mensch das, ja. Was du für dich nicht willst, wünsch mir auch nicht den Nächsten, ja. So, meine Lieben. Das war Orakel Amour, ne? Und ich mache noch 3 Botschaften Engels für euch. Karte 1, 2 oder 3. Okay. Kannst wählen, ne? Die Leute raus. So, wähle 1, 2 oder 3, ja? Karte 1, Mitgefühl. Erzengel Zadkiel, erweiche dein Herz bezüglich dieser Situation und aller Menschen, die darin involviert sind, einschließlich deiner eigenen Person. Mitgefühl, mehr Mitgefühl an dich und deine Umgebung. Indigo und Kristallkinder, Erzengel Metatron, du hast einen guten Draht zu Kindern. Vor allem kannst du Kindern helfen, die besonders empfindsam sind. Auch eine Botschaft an mich. Hellsehen, Erzengel Raziel, ich verhelfe deiner spirituellen Sehfähigkeit zu vollem Erwachen, damit du klar die Liebe Gottes in allem sehen kannst. Schöne Botschaft. Schau mal, diese Engel.
So schöne Karten. Ja, hell sehen.